Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute meine Juli-Favoriten für euch und es ist eine Menge dabei. Es ist Food dabei, es ist eine Netflix-Serie, die ihr unbedingt sehen müsst und natürlich Beauty und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ganz viel Spaß! Ja, fangen wir an als erstes mit etwas, was ich auch jetzt gerade mir schon zu trinken gemacht habe. Und zwar ist es ein Sommergetränk, was ich wirklich sehr, sehr gerne trinke, wenn es so heiß ist, was mich richtig erfrischt. Und zwar habe ich mir das jetzt gerade auch schon gemacht. So sieht das aus. Ich zeige euch das mal eben. Ja, es handelt sich hierbei um Mineralwasser mit einem Schuss Sirup. Und ich habe noch Eiswürfel reingemacht und frische Minzblätter. Ach, ich liebe es. Das ist so, so erfrischend und schmeckt so ein bisschen schön süß. Und zwar habe ich Himbeersirup benutzt. Gibt es in jedem Supermarkt, meine ich, oder auch im Bioladen gibt es auch zu kaufen. Was auch sehr lecker ist im Sommer, ist Holunderblütensirup. Genau, einfach einen kleinen Schuss davon ins Mineralwasser geben, Eiswürfel dazu. Was ich auch gerne mache, ist eine frische Zitrone auspressen und dann diesen Sirup reinmachen. Also ich habe euch das auch schon bei Instagram gezeigt. Es ist sehr, sehr, sehr erfrischend. Wirklich Eiswürfel rein, ein bisschen frische Minze und perfekt. Also ich liebe es. Und ja, das ist mein allererster Favorit. Kommen wir zum Thema oder Bereich Beauty. Im Bereich Beauty, ich habe euch ja gesagt, dass ich mich im Moment nicht so viel schminke wegen der Maske und es ist auch warm, da schminke ich mich eh nicht so viel. Aber was ich sagen wollte ist, mein Favorit jetzt im Juli ist der Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury. Das ist so ein Highlighter, beziehungsweise kann man ihn auch unter dem, bevor ihr euch schminkt, auch aufgeben. Und ich zeige euch den mal hier so. Er ist wirklich super, super schön. Er gibt so ein schönes Highlight. Man sieht sofort frisch und lebendig aus. Es ist einfach super, super schön. Richtig toller Glow gibt das. Und ich benutze ihn sehr gerne hier als Highlighter wirklich. Und ein bisschen hier auf die Stirn, auf die Nasenspitze, hier auf die Lippe, um die Lippe ein bisschen optisch zu vergrößern. Und das ist mein absoluter Favorit. Also ich benutze ihn jeden Tag. Egal, ob ich mich jetzt viel schminke oder wenig schminke, der ist immer dabei. Und ja, ich liebe den total. Ich habe ihn auch jetzt mehrmals schon gezeigt. Ganz, ganz große Liebe und ich möchte ihn auch nicht mehr missen. Es ist sehr viel drin. Also der wird sehr, sehr lange halten. Natürlich, die Produkte von Charlotte Tilbury sind etwas teurer, ich weiß. Aber es lohnt sich, den zu kaufen, weil den habt ihr wirklich sehr, sehr lange und heute habe ich ihn nicht drauf, heute habe ich einen anderen Highlighter drauf, aber ich finde den einfach so, so toll. Er sieht einfach so schön natürlich aus. Wisst ihr, es ist so ein natürlicher Glow. Es ist nicht zu stark. Also das hier ist jetzt der, den ich jetzt trage, der ist von The Balm, der Mary Luminizer. Auch ein sehr schöner Highlighter, aber das hier ist was ganz anderes. Also wenn ihr mal irgendwie bei Sephora seid, dann probiert den gerne mal aus. Der ist, ja, wie ihr gerade gesehen habt, der ist einfach so schön natürlich. Dann auch ein Favorit, den ich im Juli sehr häufig benutzt habe, ist der Bronzer von Charlotte Tilbury. Den habe ich aber auch heute drauf. Das ist dieser hier. Und ja, so sieht er aus. Der kommt in einer Muschelverpackung. Finde ich sehr, sehr schön. Und er ist wirklich riesig. Ich mache ihn mal auf. Ihr habt hier einen Spiegel. Und hier ist der Bronzer und der ist einfach gigantisch. Ups, so eine sehr schöne Farbe. Ich finde auch zum Konturieren und zum Bronzen perfekt geeignet. Er ist schön matt. Ich trage auch gerne Bronzer, die glowy sind, also wo auch Schimmerpartikel drin sind. Aber ich finde, muss man nicht immer haben. Der hier geht wirklich immer im Sommer und im Winter. Wie gesagt, ich trage ihn auch heute. Und eine ganz, ganz große Liebe. Ich finde, der lässt sich super schön verblenden. Das sieht so schön natürlich aus auch wieder. Ja, also ich könnte über die Produkte von Charlotte Tilbury wirklich ein eigenes Video drehen, weil ich total verliebt bin in ihre Produkte. Ich liebe sie, ich liebe das Design. Die Qualität ist unglaublich gut. Ja, sie sind sehr, sehr teuer. Aber ich finde,
Qualität vor Quantität. Und bevor ihr euch 5 Drogerie-Bronzer kauft, solltet ihr vielleicht für den hier sparen, weil der ist wirklich sein Geld wert. Kommen wir zu einem Toner, beziehungsweise, ja, es ist ein Toner, genau, kein Gesichtswasser. Gesichtswasser und Toner ist ja was anderes, also ist ein Unterschied. Und zwar habe ich eine neue Marke kennengelernt bei Sephora und die heißt Fresh Beauty. Das ist eine Kosmetikmarke, also keine Kosmetikmarke, sondern die stellen ja, Hautprodukte her, Pflegeprodukte, Abschminkprodukte und so weiter. Die haben auch ein paar Lippenprodukte, aber es ist mehr so Lippenpflegeprodukte, also so ein Balm und sowas. Und ich habe mir von Fresh einen Rose Toner geholt. So sieht er aus. Ich habe mir hier die kleine Größe gekauft. Es gibt den auch in groß. Ich wollte aber erstmal die kleine Größe probieren, weil die Produkte sind auch etwas teurer von Fresh Beauty. Aber die sind sehr, sehr gut. Also das hier ist ein Toner. Und ihr seht, da schwimmen, ich glaube, ihr könnt das sehen, hier schwimmen nämlich schon so kleine Rosenblätter drin. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und der ist wirklich ganz, ganz besonders, dieser Toner. Also erstmal riecht der unglaublich stark nach Rose. Und es ist kein künstlicher Duft, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr, also als ob ihr wirklich in einem Rosengarten stehen würdet. So wirklich sehr natürlich, als ob ihr einen Rosenstrauß haltet. Es gibt ja viele Produkte mit Rose, die sehr künstlich riechen oder auch bei anderen Sachen, so wenn Kokos künstlich riecht oder Vanille oder weiß ich nicht was. Das mag ich da nicht, aber der hier wirkt sehr, sehr natürlich und ja, also wenn der leer geht, dann werde ich mir auf jeden Fall auch den großen holen, weil ich den echt, echt gut finde. Es ist irgendwie richtig erfrischt danach. Mein Gesicht ist schön gepflegt, es fühlt sich weich an und ich habe wirklich diesen frischen Effekt, den ich bei anderen Tonern jetzt so nicht hatte. Deswegen, also man merkt schon einen Unterschied zu jetzt anderem Rosenwasser. Es gibt ja wirklich viele Toner und Gesichtswasser mit Rose drin. Aber der, den finde ich sehr, sehr gut und ich werde mir auch die anderen Produkte, die die Marke Fresh noch hat, genauer anschauen, weil ich glaube, dass die auch sehr, sehr gut sind. Dann kommen wir zu einer Bodylotion bzw. zu einem Body Soufflé von Nivea. Das ist einmal das hier. Das habe ich immer noch in Gebrauch, also es ist nicht leer. Ich benutze es abends nach dem Duschen und es ist mein Favorit geworden, weil es super, super gut pflegt. Es ist, also das Besondere ist an diesem Body Soufflé, dass hier so kleine Ölperlen drin sind. Das habe ich bis jetzt bei keiner anderen Creme oder Bodylotion gesehen, dass sie sowas hat. Ich zeige euch das mal. So, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also da sind so kleine Perlen drin, so goldene. Und wenn man die Creme benutzt, dann ja, nimmt man natürlich diese Perlen auf. Und diese Perlen zerplatzen dann auf der Haut. Und ihr habt dann eine super weiche Haut von diesen Ölperlen. Und der Geruch ist auch sehr, sehr angenehm. Es riecht nach Kokos, nicht künstlich, schön natürlich. Und ja, das gefällt mir also total gut. Also meine Haut war sehr, sehr weich und sehr wirklich schön genährt, gepflegt danach. Ist neu von Nivea, gibt es bei DM, habe ich euch in meinem DM-Haul gezeigt, den letzten, den es jetzt gab hier auf meinem Kanal. Und ja, ich mag die sehr, sehr gerne. Steht auch drauf, dass es eine Öl-in-Creme ist. Tropischer Kokosnussduft und luxuriöse Ölperlen für ein einzigartiges, samtig weiches Hautgefühl. Kann ich wirklich unterschreiben. Es ist wirklich ganz samtig weich und ich liebe sie. Kommen wir zu einem Paar Schuhe, was ich mir schon vor längerer Zeit gekauft habe, aber was ich jetzt im Juli und auch im Juni sehr häufig getragen habe. Und zwar geht es um diese Sockenschuhe. So, das ist jetzt mein Paar. Und hier steht Karl drauf. Die Schuhe sind nämlich von Karl Lagerfeld. Es heißt jetzt aber nicht, dass ihr Karl Lagerfeld Schuhe kaufen müsst oder so. Ich wurde auch schon ausgelacht, weil hier so fett Karl drauf steht. Aber es geht mir nicht um den Schriftzug und nicht um Karl oder so weiter. Es geht mir einfach nur um den Typ Schuh. Und zwar ist das so ein Sockenschuh. Und ich glaube, den kennt jeder. Der ist so super, super weich. Und ich habe ein Lymphödem und es ist für mich sehr schwer, gute, gemütliche Schuhe zu finden.
Ich kriege sehr häufig Blasen von Sneakern, von Slippern, von ganz vielen Schuhen kriege ich Blasen, wenn ich länger damit rumlaufe. Und bei denen hier ist es nicht so. Also ich finde die unglaublich bequem. Es ist ja wie so ein Sportschuh und ich würde sagen noch bequemer als ein Sportschuh. Also ich hatte sowas, so einen bequemen Schuh hatte ich glaube ich noch nie. Und es gibt diesen Schuh auch, habe ich später gesehen, also es gibt ihn auch in verschiedenen Farben jetzt. Nicht von der Marke Karl Lagerfeld, sondern es gibt ihn einfach so in Schwarz, in Blau. Ich glaube auch, ich habe diesen Schuh gesehen eigentlich bei Balenciaga. Die haben diesen Schuh als erstes, glaube ich, rausgebracht. Also da habe ich ihn bei Instagram gesehen. Ist natürlich super teuer. Und ja, also es geht mir einfach nur um den Typ Schuh. Und der ist mein absoluter Favorit. Ich laufe wie auf kleinen Wölkchen mit ihm wirklich. Und ja, also jetzt, wenn es so 30 Grad ist oder über 30 Grad, dann trage ich ihn nicht, dann ist es mir ein bisschen zu warm. Aber diesen Schuh werde ich noch sehr, sehr häufig tragen. Und ich finde, dass der auch zu allem passt. Also man kann ihn ja, schick tragen. Ich habe ihn schon mit einem Kleid getragen, das sieht auch sehr gut aus. Dann habe ich ihn auch einfach sportlich getragen, mit einer Jeans, mit einem Kleid, mit einer Leggings. Also der ist wirklich ja, sehr, sehr gut tragbar. Und ja, das ist mein Favorit. Übrigens, wo wir schon mal bei Fashion sind, das T-Shirt, was ich gerade trage, ist auch so ein Favorit von mir. Da steht nämlich drauf Die for Dior. Und es ist so ein lockeres T-Shirt und ich finde das richtig cool. Ich habe mir das bei Instagram bestellt. Also bei Instagram kam Werbung dafür. Ich weiß nicht mehr, wie der Shop heißt, aber ich kann ihn euch gerne unten verlinken, wenn ihr das Shirt auch cool findet. Das gibt es in Weiß und es gibt es auch noch in Schwarz und ich finde es einfach richtig cool. Einfach so ein Basic-Shirt kann man dann auch wieder ein bisschen schicker tragen mit einer schönen Tasche noch dazu. Gefällt mir sehr gut. Ja, Leute, stay hydrated. Letzten Favorit ist eine Netflix-Serie. Ich versuche euch die hier irgendwo einzublenden. Und zwar ist es Dunkle Versuchung. Das ist eine spanische Serie. Originaltitel heißt Oscuro Diseño, glaube ich. Und ich schaue sie mir auch auf Spanisch an. Und ich habe mich verliebt in diese Serie. Nicht bei der ersten Folge. Ich muss sagen, ich habe die erste Folge geschaut. Dann habe ich es abgebrochen, weil ich sie irgendwie ein bisschen merkwürdig fand. Dann habe ich gesehen bei Instagram, dass sie jemand auch schaut. Und dann dachte ich, ach komm, gibst du ihr nochmal eine Chance? Und dann habe ich weitergeschaut und ab dann war ich total verliebt und wirklich richtig da drin. Es ist eine Staffel mit 18 Folgen und es geht darum, wie erzähle ich euch das, ohne zu viel zu verraten. Also eine Frau geht zu ihrer besten Freundin, um ein Wochenende zu verbringen mit ihr und dort auf einer Party lernt sie einen jungen 25-Jährigen kennen. Vorher ist zu erwähnen, dass diese Frau, die diesen Wochenendtrip macht, eine verheiratete Frau ist. Sie ist eine Professorin, hat einen Mann, eine Tochter und ist eigentlich ganz glücklich in ihrer Ehe, aber in den letzten Wochen nicht so ganz, weil ihr Mann sie so ein bisschen ignoriert und so weiter. Ne? Kennen wir ja alle. Und ja, auf jeden Fall hat sie einen One-Night-Stand mit diesem 25-Jährigen. Und dieser 25-Jährige verliebt sich auch in die Frau und stalkt sie so ein bisschen und so weiter und so fort. Und ja, ich dachte erst, es wird einfach nur so eine Art ja, Affäre mit ich liebe dich, du liebst mich nicht und so weiter. Aber je länger man das guckt, desto mehr Dinge passieren dort. Es geht auch um Kriminalität, um Intrigen, um Lügen, um ja, also es ist... Ich kann nicht zu viel verraten, weil sonst ist es nicht mehr so spannend, aber die Serie fesselt einen wirklich. Ich finde, spanische Serien sind sowieso das Beste überhaupt. Also was Spannung angeht, was Schauspieler angeht, sind die Spanier mega. Und ja, ich glaube, dass jedem diese Serie gefallen wird. Es ist ein Thriller, also und es passiert auch viel. Also es knistert sehr in dieser Serie. Und ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren die ist, aber also da geht es schon ein bisschen zur Sache, ja. Und ja, also schaut sie euch gerne an, guckt euch die ersten paar Folgen an und ich bin mir ganz sicher, dass ihr dann weiter gucken möchtet. Ja, mir hat sie sehr, sehr gut gefallen und wenn ihr
solche Serien auch mögt oder wenn ihr mir irgendwelche Tipps geben könnt, schreibt sie mir in die Kommentare sehr gerne, weil ich liebe so Thriller-Serien, sowas Spannendes, Krimi-mäßig und so weiter. Das mit meinem Video. Ich hoffe, die Favoriten haben euch gefallen. Ich werde euch alles unten in der Infobox verlinken. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!